feels like time is going faster than it seems. We were just two kids who were trying to live the teenage dream. We could see no reason why we should ever try to go to sleep. Remember every weekend we stayed out late and then went home to me. I wish that I could live that dream again. Cause it was only you and me back then. We were never growing up, said we'd be on forever. You taught me how to love and nothing could be better than you and me, baby, it was you and me. We could never fall, but nobody could break us, yeah, I thought we had it all. Take me back to when it was you and me, baby, it was you and me. Ja, wir sind heute hier beim sera Handballtag. Das ist der zweite Handballtag nach der ersten Veranstaltung 2017. Wir sind nach der Veranstaltung jetzt sehr zufrieden. Wir hatten über 65 Kinder, die teilgenommen haben und insgesamt haben weit über 100 Kinder sich beworben, sodass wir ein Auswahlverfahren machen mussten. Und alle Kinder, die hier waren, waren, glaube ich, sehr glücklich und sehr froh, mitgemacht zu haben. Es war gut, mir hat eigentlich alles gefallen und hat Spaß gemacht. Ja, war halt cool, weil ich halt selber Handball spiele und deswegen liebe ich Handballtage. Auch Trickwürfe machen konnte und es eigentlich sehr lustig war, auch mal gegen Profi-Torhüter Trickwürfe zu machen. Weil bei den Tempo-Gegenstößen war es mal cool, gegen einen richtig guten Torhüter zu werfen. Wir hatten eine super Zeit miteinander, dann noch ein bisschen Autogramme geben. Ich glaube, rundum sehr gelungen. Die Kinder hatten, glaube ich, sehr viel Spaß. Ja, es ist natürlich immer wieder spannend zu sehen, dass so viele Kinder auch zu dem sera Handballtag kommen. Gerne würden immer noch mehr kommen, aber wir müssen dann schon ein bisschen selektieren, um auch allen irgendwie gerecht werden zu können. Und insofern war das zum zweiten Mal der sera Handballtag wieder eine super Veranstaltung. Ich glaube, bei denen die Kinder sehr viel Spaß hatten. Das Team und die MT Melsungen hat uns dabei ganz wunderbar unterstützt. Ich glaube auch, dass die Profis der Bundesligamannschaft selbst sehr viel Spaß hatten bei der Veranstaltung. Die Kinder haben sehr viel gelernt. Wir haben, glaube ich, viele glückliche Kindergesichter heute gesehen und für uns ist es rundum eine gelungene Veranstaltung gewesen.